Ich habe gedacht, habe meine Hoffnung verloren. Ich dachte, ich bekomme keine Stelle, grundlegend beim Hören. Mir ist passiert, bin ausgerastet. Hab gesagt, die Welt ist gegen mich. Hallo, mein Name ist. Ich bin. Mein Gebärdename ist Frederik. Wollte meine Freundin mich auch Frederik nennen. Grund der Anfangsbuchstabe von F. Ich war Jahre arbeitslos. Hab's versucht. Und ihr habt eine Ausbildung da. Aber mit hörender Klasse und Schule. Es klappt. Ich bin arbeitslos von fast 2 Jahren. Ich habe versucht, Stelle zu bekommen. Erfolglos. Dann hatte ich nach dem Arbeitslos hatte ich Praktikum bekommen als Elektriker. Da gab es schon ein bisschen ein Problem. Aber ich bin pünktlich gekommen, hab angestrengt und dann verloren. Danach, 2016, November, Ausbildung bekommen. Für Bürokaufmann mit hörender Klasse. Ich bin zufrieden. Die Arbeitslosigkeit war 2 Jahre von 2014 bis 2016. Das Problem können viele denken. Bei mir war das Problem mehr auf dem Hören. Ich bin CI-Träger. Ich habe versucht, Stellen zu bekommen, habe Bewerbung abgeschickt, habe am Arbeitsabend Bescheid gesagt, ich möchte Stelle haben, möchte arbeiten, ich möchte verdienen. Das Problem ist, ich komme mit dem Chef, Vorstellungsgespräch, werde abgelehnt, danach nächsten Tag oder ich habe Praktikum vor 1, 2, 3 Tagen. Und danach werde ich abgelehnt, weil die denken, mit dem Hören nicht klar wird. Obwohl ich anspringe, komme mit den Leuten besser, weil ich sprechen kann oder gebärden. Wie sage ich? Es war schon ein bisschen schwierig. Ein halbes Jahr, wo ich arbeitslos war. Ich habe gedacht, habe meine Hoffnung verloren. Ich dachte, ich bekomme keine Stelle, grundlegend beim Hören. Mir ist passiert, bin ausgerastet. Hab gesagt, die Welt ist gegen mich. Bin rausgegangen, hab geschrien. Meine Mutter wollte, dass ich beruhige. Ich habe weiter geschrien, habe das CE kaputt gemacht. Weil ich dachte, brauche nicht mehr, Welt ist gegen mich. Doch, hab Hoffnung nicht verloren. Aber danach, neben passieren, weiter Bewerbung geschickt. Nicht wie stopp, ich mache nicht mehr weiter, sondern versuche weiter Bewerbung schicken. Und jetzt hat meine Ausbildung da. Die Probleme auf dem Arbeitsplatz, klar können viele denken, hören. Einige denken auch wegen Arbeiten, aber ich sehe mehr wegen Hören, Grund wegen dem Chef. Denken, du hast Probleme mit dem Hören, wollte ich nicht. So, bin jetzt in der Ausbildung, mit einer hörenden Klasse, Schule, Arbeit, als Bürokaufmann. So, ich habe auch gedacht, hätte Probleme mit dem Hören. Müsste mich anstrengen, beschweren, Leute mich auch beschweren, Grund wegen dem Hören. Aber ich war super überrascht. Ich komme rein, die Leute haben mich gesehen, das ist CI-Frage. Und haben mich angesprochen. Und ob ich verstehen kann oder nicht verstehen kann, wie die für mich verbessern. Da habe ich gesagt, wow, war sprachlos. Die Leute kamen auf mich zu, haben gefragt, wie ich besser verstehen kann. Aber auch mit ihnen gesprochen. Lauter, besser sprechen. Und dann mich mitverfolgen, nichts verpassen. Zum Beispiel habe ich Probleme bei den Klassenkumpel. Ich frage, was war Inhalt? Beispiel, wenn Lehrer zu schnell gesprochen hat, kann ich fragen, ich begreife. Bis jetzt, schon über 2 Monate in Schule, hörende Klasse, bis jetzt null Probleme, alles mitverfolgen. Ich wünsche mir, dass jeder Hörlose, Schwieriger, auch sie Träger, Hörgeräte, alle, die hörgeschädigt sind, also selbst haben, dass die leichter Chancen haben, für eine Stelle zu finden.
Nicht, dass du meine Stelle lehnt ab grundlegend höherem. Du kannst malen, du kannst Computer, du kennst da, du weißt wie, du hast dafür Ausbildung gemacht, alles weg. Was? Nee. Deswegen wünsche ich mir für alle Leute mit Höhe Schäden haben, Rollos, schwere Euge, CI, leichte Chancen haben, Stelle zu bekommen. Zum Beispiel ihr Traumberuf,